beim ersten Input kommen. Genau, ich habe ihn schon öfter erwähnt, also Pascal Lang von der EGIS im südlichsten Zipfel fast von Bayern, kann man sagen. Nicht ganz, aber sehr weit im Süden. Pascal, du darfst dich gern vorstellen und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, hallo, ich hoffe, ihr versteht mich gut, Steffi. Ja, läuft. Sehr schön. Ja, eigentlich sollte mein Kollege, der Matthias Zimmermann, das ist mein Teamleiter in der Fernwärme, heute einen Vortrag halten, aber hat einen wichtigen privaten Termin. Deswegen hoffe ich, ihn würdig vertreten zu können. Steffi hat es uns schon erwähnt, die EGIS, eine Genossenschaft, die schon seit langem auch im Bereich der Fernwärme aktiv ist. Kurz zu meiner Person. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der EGIS, habe die gegründet 2013, bin auch hauptamtlicher Geschäftsführer. Ich war lang Klima- und Energiemanager im Landkreis Altötting. Also grüß Gott an den Kollegen, der auch Klimaschutzmanager ist. Wenn es Fragen gibt, jederzeit gerne bei mir melden. Und habe aber 2020 meinen Job am Nagel gehängt, um Vollblut in die Genossenschaft reinzugehen. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil mir 2020 das erste Fernwärmeprojekt im Bau hatten. Also die Fernwärme hat dafür gesorgt, dass wir von Ehrenamt ins Hauptamt rübergegangen sind. Ich stelle euch ganz kurz die EGIS vor, innerhalb von einer Minute. Dann gehe ich auf unsere Wärmeprojekte ein und dann auf das Thema Zusammenarbeit mit Kommunen. Wie gesagt, 2013 gegründet, mittlerweile über 2600 Mitglieder, über 100 Millionen in erneuerbare Energien investiert. Und dies vor allen Dingen beginnend mit der Photovoltaik, aber schwerpunktmäßig und auch personalschwerpunktmäßig haben sich unsere Geschäftsfelder eher Richtung der Fernwärme gewandt seit 2020. Also wir bauen unser Personal nicht in Photovoltaik aus, da gibt es gute Dienstleister, sondern wirklich in der Fernwärme. Bisschen E-Mobilität, Ökostrom, machen wir noch mit den Bürgerwerken. Und hier seht ihr mal ein paar Anlagen, die wir gemacht haben: Dachanlagen, Freiflächenanlagen. Ganz besonders für mich wichtig, deswegen habe ich die Folie auch dabei, sonst hätte ich es nicht dabei, ist rechts die Anlage. Weil das ist ein Thema, das beschäftigt ja auch viele von uns: Speicherung, Energienetze. Wir haben 2021 die erste Anlage, PV-Anlage nach der Innovationsausschreibung gemacht. Großer Batteriespeicher, 1,5 Schifffahrtscontainer, 40 Tonnen schwer einer. Ja, der nur dafür da ist, dass der Strom mittags, wo eh sehr viele Anlagen, 400 Stunden werden ja dieses Jahr erwartet, abgeschaltet werden, dass die Energie dann eingespeichert wird. Und das ist ein Thema, damit werden wir uns intensiv, also ich hoffe, dass neben Photovoltaik, Fernwärme auch dann irgendwann so ein Akku, so ein Speicher dann als wirkliches Geschäftsfeld dastehen wird. Wir machen auch kleine Projekte wie Lärmschutzwände, die wir erfunden und mitentwickelt haben, Carport-Systeme, Wasserrad und so weiter und so fort. Ihr seht, wir sind in vielen Bereichen aktiv, bauen Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum aus und natürlich das Thema Fernwärme. Na gut. Unsere Projekte, und das hat schon die Steffi gesagt, wir haben verschiedene Energiequellen Einsatz. Und am Anfang eines jeglichen Fernwärmenetzes steht natürlich die Frage, wir machen ja selber auch Machbarkeitsstudien für unsere Fernwärmenetze, für die BEW-Förderung, welche Energiequellen stehen uns denn zur Verfügung? Und wir schauen immer genau, welche Energiequellen gibt es vor Ort, aber vor allen Dingen mit der Prämisse, dass wir uns wirklich aus dem Gemeindegebiet eigentlich versorgen. Wir wollen nicht abhängig sein von der Region sogar, sondern wirklich nur aus dem Gemeindegebiet. Und deswegen, wenn ich das so sage, dann hört ihr schon, kann Hackschnitzel eine Rolle spielen im ländlichen Raum, das macht es auch, aber kann nicht die einzig Dominante spielen. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen müssen wir schauen, was haben wir vor Ort. Biogasanlagen waren natürlich das Thema, aber für uns als Energiegenossenschaft, die auch in Photovoltaik aktiv ist, das Thema Solar, Photovoltaik, stromgeführte Fernwärme. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und darauf schauen wir jetzt gleich. Unser erstes Projekt, das wir realisiert haben, war in Emmerting. Da nehme ich euch ganz kurz mit nach Emmerting. Da haben wir jetzt schon insgesamt 10 Kilometer Leitung gelegt seit 2020. Ja. Die Idee kam 2019. Der Bürgermeister hat angerufen und hat gesagt: Pascal, du hättest du Lust auf ein Fernwärmeprojekt? Und es war im Juni 2019 und im April 2020 haben wir angefangen zu bauen. Also von der Idee bis zur Umsetzung nicht mal 9 Monate. Und wir haben das Ziel, die gesamte Ortschaft, das sind 4000 Einwohner, zu versorgen. Und da lag wirklich die Herausforderung, es ist ein Schlafort. Die größte Anlage, die wir dort verbaut haben, ist 200 kW, also Gewerbekunden gibt es dort nicht. Ja. Und trotzdem schaffen wir dort, das erfolgreich hinzubekommen. Die Energiequelle ist dort industrielle Abwärme, beziehungsweise ein Müllheizkraftwerk, was schon seit 20 Jahren die Wärme einfach nur in Luft geblasen hat. Jetzt kommt es zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und die Kommune hat uns in dem Fall nur die Straßen zur Verfügung gestellt in Form des Konzessionsvertrags, was ja jeder Fernwärmenetzbetreiber schließen muss mit der Kommune, damit er das Recht hat,
wie bei Gas und Strom, Leitung in die Straße reinzulegen. Das ist die Zusammenarbeit gewesen, neben dem Commitment natürlich, dass alle kommunalen Liegenschaften anschließen und auch der Bürgermeister, den haben wir nicht diese Woche angeschlossen. Also von dem her, das war die Zusammenarbeit dort. Der Ideengeber war der Bürgermeister, aber eigentlich ist alles bei uns gewesen. Wir haben eine Gesellschaft gegründet für das Projekt, wir haben die Finanzierung aufgebaut, wir hatten die ideelle Unterstützung der Gemeinde, aber sonst eigentlich gar nichts. Wir waren wirklich ganz alleine bei dem Projekt. Und es kann gut sein, aber wir haben auch Projekte, wo wir froh sind, dass wir die Kommunen mit dabei haben. Ihr seht ja nur, wie wir das ausgebaut haben, recht sportlich, ja. Die ersten 2 Jahre, vor allen Dingen 21 bis 23, wirklich geschaut, dass wir sehr schnell sehr viele Anschließer bekommen. Und ich kann nur appellieren an alle Fernwärmenetz-Ideenhaber, schaut, dass ihr die Netze so schnell wie möglich ausbaut. Lasst euch keine Zeit, weil ich kenne viele Netze, die bauen sich so ein bisschen, machen wir mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Das ist echt schwierig vom Business Case her. Viele Kunden relativ schnell. Wir hatten teilweise 3 Bautrupps. Und das Besondere an diesem Projekt ist, das haben wir alles koordiniert. Wir haben Materialeinkauf selber gemacht. Wir haben alle Sparten koordiniert. Und das war schon sehr herausfordernd, aber sorgt dafür, dass es funktioniert, dass es von der Wirtschaftlichkeit funktioniert. Und wir haben letztes Jahr sogar schwarze Zahlen geschrieben, der Fernwärme Emmerding. Und jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Was ist das Besondere an Emmerding? Nur für euch, damit ihr auch ein bisschen so das Projekt kennenlernt, das ist der Fladi, unser Schweißer. Wir bauen mit Stahl. Wir unterstützen bei der Förderung und wir kümmern uns auch um die Sekundärseite. Also Primärseite heißt alles, was in der Straße ist, bis zur Übergabestation. Das ist klassisch, das macht jeder Fernwärmeversorger. Wir machen auch noch die zweite Seite. Das heißt alles das, was hinter der Übergabestation im Gebäude passiert. Alte Öltanks raus, alte Heizung raus, schlüsselfertig, alles rein, Komfortpaket, nur 2 Unterschriften, Fernwärmeliefervertrag, dann das Angebot, was wir machen für den Komplettumbau. Und das Schöne ist, er kriegt dazu noch kostenlos Glasfaser. Und das machen 95% unserer Kundinnen und Kunden machen das. Weil die wollen es bequem. Die Welt ist eh kompliziert. Und wenn ich dann noch meinen Öltank ausbauen koordinieren muss, meinen Heizungsbau und alles Mögliche, da bleibt eh wieder viel Arbeit bei uns, weil dann heißt es wieder, wann kommt es, wann macht es, uns alles zu koordinieren. Da haben wir gesagt, das machen wir selber und die Leute mögen das und das ist gut. Unser zweites Projekt, das haben wir nicht bei uns vor der Haustür gemacht, das ist ein Ausnahmeprojekt, das ist in Bundorf. Das ist ein Landkreis Haßberge, also wirklich nördlich des Bayern, kurz vor Thüringen. Und da haben wir erstmal die Energiewende ganzheitlich angedacht. Da haben wir Strom, Mobilität und Wärme realisiert. Wir haben einen großen Solarpark mit unserem Projektpartner gebaut. Und dieser vordere Zipfel, ihr seht hoffentlich meine Maus, dieser wird noch ganz wichtig, der hier vorne. In Bundorf war genau das Gleiche. Die Idee fürs Fernwärmenetz haben wir EGIS mit der Gemeinde ungefähr gleichzeitig gehabt, dass man das macht. Auch damals haben wir gesagt, mein Holz, ihr seht das Holz da hinten, der Wald, da regnet es nicht. Deswegen haben wir auch so einen großen Solarpark mit 125 Megawatt bauen können. Sehr trockene Gegend. Holz hätte man einen Überfluss gehabt. Aber ihr war der felsenfesten Überzeugung und das Projekt ist schon entstanden vor der Ukraine-Krise, dass wir irgendwann mal wegkommen müssen von Fossil. Dass es jetzt so schnell gehen soll, das hat keiner ahnen können damals, 2022. Aber wir haben gesagt, Holz wird sehr häufig das Medium sein, um zum Beispiel Kohlekraftwerke zu ersetzen, wird jetzt auch in der Chemieindustrie nachgedacht, um Verdampfungsprozesse zu machen, weil wie sollen sie sonst Dampf herbekommen, wenn nicht mit Fossil? Und da haben wir gedacht, Holz wird immer mehr Konkurrenz bekommen. Ja, und ist ökologisch, diskutiert man rauf und runter, es ist CO2-neutral, aber es ist wirklich so toll. Irgendwas haben wir gesagt, was haben wir zuhauf dort? In Bundorf natürlich Strom. Haben dann das Konzept entwickelt, Photovoltaik in eine Wärmepumpe, in Pufferspeicher, ab ins Netz. Redundanz, trotzdem Hackschnitzel, weil wir haben dunkelflaute Zeiten. Wir werden auch im Winter negative Strompreise haben bei Wind und deswegen gibt es einen ganz großen Heizstab, der in den Pufferspeicher reingeht. Und wenn negative Stunden da sind, ab wird aus dem Stromnetz über die Wärmepumpe und wenn es zu kalt ist, dann direkt sogar mit dem Heizschwert oder wenn der Strom so billig ist, direkt wird in den Pufferspeicher reingeheizt. Wir haben ja Direktleitung gebaut von dem PV-Park zur Heizzentrale und hier seht ihr das Heizhaus, modular aufgebaut, günstig, musste nicht schön sein, musste funktional sein. Warum? Weil es ein kleiner Ort ist mit 30 Einwohnern. Wir haben auch 1,8 Kilometer Leitungslänge ungefähr gelegt und dementsprechend war es schon herausfordernd, eine Wirtschaftlichkeit hinzubekommen. Wir bekommen eine Wirtschaftlichkeit hin, es dauert aber hier ein bisschen länger, dauert 30 Jahre oder 25 Jahre, aber es wird auch unterstützt aus dem großen Solarpark und weil es zusammen in einer Gemeinschaft ist, funktioniert es. Und wenn man mitbekommt, allein Bundorf haben wir als EGIS 32 Millionen Euro investiert, war unser größtes Invest. Wir haben mittlerweile 24 Haushalte in Belieferung und jetzt kommt demnächst die Nummer 25 dazu.
Nur, weil man auch immer gerne mal wissen möchte, was kostet das alles? Hier ist der Tarif für Bundorf. Das sind Bruttopreise. Letztendlich in der Vollkostenrechnung für ein Einfamilienhaus sagen wir ungefähr zwischen 11 und 12 Cent. Preisgarantie bis 25. Keine Anpassung durch Energiekrisen und so weiter und so fort. Und es war nicht leicht, die Menschen zu überzeugen, aber die sind dabei. Auch hier, die Kommune hat uns den öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt, aber die Kommune, auch wie in Emmerding, das sind sehr einkommensschwache Kommunen. Also die haben nicht das Glück, große Gewerbesteuern zu haben. Deswegen sagen sie im Mai, Fernwärme finden wir zwar echt gut, aber wir können euch unterstützen. Ideell, Konzessionsvertrag können wir einen fairen, günstigen Beitrag reinschreiben, weil das zahlen ja die Bürger und Bürger am Ende, die Konzessionsabgabe. Aber mehr können wir nicht machen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel in dem Fall das neueste Projekt, das wir haben. Das ist in Ammerang. Ammerang ist eine relativ wohlhabende Kommune. Wohlhabend deswegen, weil sie ganz starken Mittelstand haben. Und in Ammerang planen wir momentan einen großen Solarpark. Da haben wir jetzt die Einspeisezusage bekommen für 25 MW. Happy diese Woche. Waren wir sehr froh. Dieser Solarpark soll einerseits aufs Umspannwerk gehen, aber auch hier in dem Fall mit einer Direktleitung in das Heizhaus hinein. Wir planen eine Leitungslänge auch hier von über 10 Kilometer. Wir planen da anschließend im Endausbau 300. Und der Wärmebedarf, seht ihr, der liegt bei knapp 10.000 Megawattstunden. Warum? Weil wir auch Industrie und Gewerbe ansiedeln. Das Besondere an dem Projekt ist, neben Wärme denken wir auch an die Kühlung. In dem Fall, wir wollen auch Kühlprozesse anbieten. Hier ist es was anderes. Hier sind wir in einer Gesellschaft mit der Gemeinde. Die Gemeinde wollte mit dabei sein. Erstens, weil gesagt hat, wir haben das Geld. Zweitens, weil wir es IGES nicht direkt vor der Haustür sind, dass es Vertrauen schafft. Das ist auch gut. Und auf der anderen Seite, ja, fühlt man sich auch gut, wenn man eine Gemeinde als Partner mit dabei hat, weil man dann auch bei den Banken ein anderes Standing hat, muss man an der Stelle sagen. Von dem her, wir haben die Kooperation angefangen. Ich war am Anfang, muss ich ehrlich sogar sagen, ein bisschen skeptisch, weil ich gerne meine Sachen auch alleine mache. Ja, also weil Kommunen, da ist ein Gemeinderat, der redet immer gerne dann mit bei. Da haben wir Regelungen gefunden, dass es funktioniert. Man kann es alles regeln über Gesellschaftervertrag und so weiter, dass natürlich man den Wirtschaftsplan im Gemeinderat vorstellt, der muss beschlossen werden. Aber gewisse Parameter sind einfach festgezurrt und deswegen funktioniert die Kooperation in diesem Falle wirklich sehr gut und es hilft uns auch bei diesem Projekt. Warum funktionieren diese Netze so gut? Es liegt einfach an diesem Wertschöpfungskreislauf. Wir investieren in das Projekt, die Bürgerinnen und Bürger werden Mitglied, kriegen dadurch auch manchmal die Wärme günstiger, zum Beispiel, wir haben für Mitglieder Sondertarifkonditionen, wir zahlen Gewerbesteuer vor Ort, das haben wir jetzt schon bewiesen, der Fernwärme, dass wir es können, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Gewerbesteuer bei unserem ersten Projekt bezahlt und der Bürgermeister ist sehr, sehr happy, weil die Gemeinde hat eigentlich erst in 15 Jahren damit gerechnet. Und die Projektrendite fließt an die Mitglieder. Schauen wir noch mal ein bisschen auf das Thema Zusammenarbeit mit Kommunen. Ich möchte ganz am Anfang nochmal einen Hinweis geben, das hat jetzt nichts mit Kommunen zu tun, aber das hätte ich vorher schon reinbauen können, aber es ist hier drin. Was ist wichtig? Ihr kriegt ja die Präsentation im Nachgang. Thema Wärmeverluste, Netzberechnung, Dimension, achtet drauf. Wärmeverluste fressen euch auf. Investitionen, prüft wirklich jede Investition, weil ihr nicht mal 100.000 Euro vergraben habt, gerade bei kleinen Fernwärmenetzen, das kriegst du auf Jahre nicht rein. Dann, welche Energiequellen stehen mir zur Verfügung? Sind die preisstabil? Sind nicht so volatil? Also ihr wisst ja, wie die Preise bei vielen Fernwärmenetzen hochgegangen. Der Spiegel ist momentan der größte, Spiegel Online oder Spiegel Zeitung, habe ich den Eindruck, ist der größte Feind der Fernwärmenetze gefühlt. Alle 2-3 Wochen steht Fernwärme gigantisch teuer. Natürlich, weil Preisfallklauseln drin sind und sich an den Wärmeindex orientieren und die meistens ein bisschen nachgelagert sind. Und wenn Gas und Öl brutal teuer werden, gehen die Preisfallklauseln hoch und auch natürlich die Wärmeindexe. Ist leider nie richtig fair dargestellt, aber es liegt daran, dass wir durch das Bundesverfassungsgericht einen Wärmeindex reinnehmen müssen, weil ich totaler Schwachsinn finde. Weil wenn ich meinen eigenen Solarpark habe, meinen eigenen Hackschnitzel vor Ort, was interessiert mich, was Öl und Gas macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe das Gesetz nicht. Der Gesetzgeber wollte die Bürgerinnen und Bürger schützen, aber leider von den Falschen. Aber wir hätten vielleicht Ausnahmen für Genossenschaften machen können. Aber ja, so ist es leider. Und wichtig ist diese Betreiber. Wer ist der Betreiber? Weil eins ist auch klar, kleine Fernwärmenetze, das Kölz kann man ein bisschen nebenher machen. Es gibt ganz tolle Genossenschaften, wo ehrenamtlich oder in Minijob das alles stemmen. 10 Leute, der eine macht Bilanzen, der eine macht das. Die Kommune unterstützt es auch und so weiter und so fort. Aber ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr so nebenher. Und da ist es wichtig, dass man sich wirklich voll und ganz dem widmen kann.
Ich finde es auch wichtig, dass die Kommune nicht nur Zuschauer ist, ja, zum Beispiel hier von den Konzessionserlösen profitiert, sondern dass sie auch Gestalter ist, dass sie auch Vorgaben macht, nicht nur bei der Photovoltaik, sondern auch bei den Fernwärmen und sagt, hey, schau, dass ihr die Bürger beteiligt, keine Investorenprojekte und so weiter und so fort, weil auch in der Fernwärme gibt es immer mehr Investorenprojekte und Investorenprojekte haben klassisch eine andere Renditeerwartung, wie zum Beispiel Bürgerenergieprojekten von Bürgergemeinschaften. Investorenprojekten gehen mit 10-20% Dividende rein. Genossenschaft, wir wollen unsere 4-6% Dividende ausschütten unseren Mitgliedern und mehr muss das Projekt nicht abwerfen. Kann ich ganz anders da agieren, handeln. Wer macht denn Fernwärmeprojekte, meine Damen, meine Herren? Ich habe hier versucht, die einzelnen Projektbeteiligten mal darzustellen. Die Eigentümer zum Beispiel Heizquelle, das sind Biogasbetreiber häufig oder die, die einen großen Wald haben, Projektentwickler, Gemeinde, Landkreisgesellschaften, es gibt ja immer mehr so Regionalwerke, Stadtwerken, Energiegenossenschaften, Betreibmodelle. Ich habe geschaut, wie ist das Thema Bürgerbeteiligung, Wertschöpfung, wo ist die Wertschöpfung groß, Gewerbesteuer, Akzeptanz und Finanzstärken. Und was man schon meiner Meinung nach sehr gut sehen kann, ist, dass Energiegenossenschaften neben der Kommune eigentlich immer sehr positiv zu bewerten sind, außer manchmal bei der Finanzstärke. Das ist häufig eine Schwäche bei Fernwärmenetzen, Projekten oder bei Fernwärmenetzen, weil wenn eine Genossenschaft sich gründet und sagt, ich würde das gerne bauen, jede Bank sagt, ja, ich finanziere ihn nicht. Was sind deine Sicherheiten, mit was kannst du bürgen? Und da kommen häufig wieder Kommunen ins Spiel, weil man kann mit Kommunen schon vereinbaren, und es gibt Kommunen, die machen das, machen nicht viele, aber es gibt welche, die machen das, die sagen, okay, ich bürge für die Kredite und gehe rein und gehe in das Projekt rein, wenn es dir nicht so gut geht. Das bedeutet aber das Recht, dass ich meine Hausaufgaben ordentlich machen muss, einen sauberen Business Case haben muss, eine saubere Wirtschaftlichkeit haben muss und natürlich auch Überzeugungsarbeit machen muss. Eine Kommune kann mehr sein als nur der Partner, der sagt, ich gebe dir meine Straße und verlange nicht so viel Konzession. Er kann auch wirklich in der Projektentwicklung ein Akteur sein, wie zum Beispiel in Bundorf und Ammerang. Wir sind auf Flächen mit unserem Heizhaus draufgegangen, die der Gemeinde gehören. Wir haben ein weiteres Projekt, da sagt auch die Gemeinde, ich habe nicht viel Geld, aber die Ausgleichsflächen, ich kümmere mich um diese Themen. Man braucht ja manchmal für Heizhaus auch Ausgleichsflächen. Also man muss auch Forderungen an die Kommune stellen, weil wenn ich das nicht mache, dass die Kommune mich unterstützt, wird es echt schwierig, weil die Zugriffe zu ganz anderen Netzwerken, auch gerade in der Genehmigung. Wenn ich als Genossenschaft zum Landratsamt gehe, wenn aber der Bürgermeister zum Landratsamt geht und der ist noch in der gleichen Partei hoffentlich wie der Landrat, aber muss nicht immer sein, auf einmal geht es schnell. Ja? Weil unser Ziel ist ja, dass man Fernwärmeprojekte schnell realisiert und nicht ewig warten muss, bis eine Genehmigung oder irgendein Bescheid von der Behörde kommt, weil es kann sich auch ewig hinziehen. Ich habe es euch schon gesagt, wir haben momentan die zwei Konstellationen, entweder wir 100% oder mit der Gemeinde gemeinsam 50-50, 70-30. Wir machen gerade ein Projekt mit 75-25, planen wir gerade in der Gemeinde. Also wir haben 3 umgesetzt schon, oder sind beim dritten in der Umsetzung, haben aber 4 weitere gerade in der Planung. Wir haben aber auch ein Projekt mit einem Projektentwickler jetzt in der Planung. Also das machen wir auch. Also es gibt die verschiedensten Konstellationen. Es kommt immer auf die Größe des Projekts an und es gibt immer gute Partner, die einen auch unterstützen bei Projekten. Ganz kurz als Exkurs, weil es waren ja einige, die Wärmeprojekte starten und Interesse dran haben. Die Bandbreite der Wärmepreise in Deutschland ist momentan recht groß, zwischen 8 und 40 Cent, also 40 Cent Fernwärme. Ich möchte in dem Gemeindegebiet nicht wohnen. Unser Ziel ist, Fernwärmepreise, ihr seht hier Bundorf, 11 Cent sogar, Entschuldigung, Emmerding sind wir bei 12 Cent. In Ammerang werden wir eher Richtung 15 Cent gehen, weil einfach wir ganz große Investitionen am Anfang haben, aber dafür, und das ist mein Ziel, langfristig stabile, faire, konstante Preise. Man muss den Bürgern was bieten. Wenn der Preis höher ist, muss der Preis wenigstens konstant sein. Mein Ziel ist immer so, um die 14 bis 15 Cent zu landen, weil da weiß ich, da funktioniert, da kann ich mit Gas oder Öl auch konkurrieren und Öl ist gerade echt günstig geworden. Leider. Wichtig ist, gescheite Preisgleichklausel. Und da müsst ihr euch auch ein bisschen, auch wenn ich kein Fan von Juristen bin, aber da müsst ihr euch ein bisschen juristisch beraten lassen, dass ihr die richtig macht. Weil Preisgleichklausel ist das, was am meisten vor Gericht landet. Und es läuft immer gut, solange alle happy sind, aber einer hat den Finger manchmal in eine Wunde und ich möchte raus aus der Fernwärme, dann schaut er sich die Preisgleichklausel an, fehlt Wärmeindex oder sowas und schon wird es schwierig. Die Wärmeindex muss nachvollziehbar sein. Dann wirklich überlegen, was ist mein Wärmepreis, ja? Welche Komponenten? Mache ich nur Arbeitspreis, mache ich auch einen Leistungspreis, Messpreis, eine Grundgebühr? Einfach überlegen, wie stelle ich den zusammen? Was sind meine Anschlusskosten?
damit ich wirklich ein attraktives Produkt mache und vor allen Dingen, und deswegen sage ich das, Wärmepreis nach 5 Jahren anzupassen. Das ist schwierig, bedeutet Überzeugungsarbeit und wird nicht leicht. Und ich bin fast am Ende meiner Präsentation angekommen, weil die Steffi hat gesagt, ich darf nicht verplappern. Steffi, ich sehe schon deine Blicke. Wichtig ist, saubere Machbarkeitsstudie. Wirklich, auch wenn ihr jemand beauftragt, Finger in die Wunde, Business Case, Liquiditätsplanung, Cashplanung, ja, wirklich fordern, weil die Machbarkeitsstudien kosten auch Geld. Ja. Nicht immer auf die kommunale Wärmeplanung warten, sondern gleich, wenn ihr weiß, das ist ein interessantes Gebiet, die Gemeinde überzeugen, macht die Machbarkeitsstudien. Und das ist etwas, das ist auch wichtig für die Zusammenarbeit mit der Kommune. Die Machbarkeitsstudien zahlen bei uns die Kommunen. Wenn wir das Projekt übernehmen, übernehmen wir die nicht geförderten Kosten, wenn wir das umsetzen, übernehmen wir die Kosten der Machbarkeitsstudie. Aber das Risiko am Anfang, das darf echt gern die Kommune übertragen, weil das macht die normalerweise auch. Und von dem her, wenn was erfolgreich ist, dann übernehmen wir die Kosten. Wenn nicht, kann die Kommune entweder selber realisieren oder einen anderen Partner suchen oder es funktioniert halt nicht. Aber wir als Genossenschaft, aber auch ihr als kleine Energiegemeinschaft, ihr könnt nicht die Kosten, das Risiko einer Machbarkeitsstudie. Aber schaut, dass ihr daran beteiligt seid, dass ihr gehört wird, eure Ideen reingenommen werden und vor allen Dingen wirklich kritisch, alles kritisch hinterfragen. Ich kann es nur 10-mal sagen, ihr glaubt nicht, was ich an Machbarkeitsstudien gesehen habe. Da war teilweise sogar das falsche Wappen von der Gemeinde drin, von einer anderen Gemeinde. Und das ist für 150.000 Euro abgegeben worden. Aber das war nur ein Extrembeispiel. Vernünftige Annahmen, Investitionskosten, nichts schönrechnen. Wärmeabsatzmengen nicht überschätzen. Häufig werden in Machbarkeitsstudien noch immer zu hohe Absatzmengen prognostiziert. Auch ein Abfall der Absatzmengen berücksichtigen durch den Klimawandel. Die richtige Partnerwahl, sucht euch die Übergabestation, euren Partner aus, verhandelt gute Preise, die Investitionen im Griff haben, wirklich auf die Finger schauen, was verbaut er da, wie baut er da. Es wird auch im Bau relativ viel gefuscht, das wissen wir aus Erfahrung. Investitionskosten im Griff haben, dann ist noch wichtig, keine blinden Fernwärmenetze bauen. Es geht vielleicht, wenn ich 10 Häuser versorge, aber ab einer gewissen Größe gehört einfach mindestens der Kupferkabel rein. Ich bin kein Fan von Kupferkabel, da gehört der Glasfaser mittlerweile rein. Kann man auch günstig bauen. Aber dann habe ich immer Live-Daten. Und wenn ich stromgeführte Fernwärme machen möchte, brauche ich Live-Daten. Ich muss genau wissen, was passiert, in welchen Orten, wenn ich noch eine KI drüber steuern möchte, dass der Puffer intelligent gesteuert wird. Nachts aus überschüssigem Windstrom brauche ich Echtzeitdaten. Da geht es mit Kupfern nicht mehr. Und dann daran kann ich nur appellieren, professionelle Geschäftsführung, Haupt-, Halbehrenamtlich, es ist eine Chance. Fernwärmen, gerade im ländlichen Raum, ist eine Chance für den ländlichen Raum, vor allen Dingen, wenn ich dort die Energiequellen habe, wie Photovoltaikpark. Wir planen jetzt zum Beispiel in der Kommune, die Kommune macht die Geothermiebohrung, wir machen das Fernwärmenetz. Da kommt noch ein Windrad dazu. Ja, wir planen jetzt auch Fernwärmenetze mit Windrädern. Also es gibt so viele Ideen, so viele spannende Möglichkeiten. Und die Kommunen, und das ist wichtig, die Kommune muss dabei sein, der Bürgermeister, Bürgermeister müssen dabei sein, der Gemeinderat muss Bock drauf haben. Weil du kannst nicht gegen Gemeinderat ankämpfen. Das funktioniert nicht. Also das wird so schwierig. Da wird dir nur schwer gemacht. Also es muss eine gemeinsame positive Stimmung aus dem Rathaus, aus der Bürgergemeinschaft rausgehen. Und dann schafft man erfolgreich tolle Projekte für die Gemeinde umzusetzen. Und dies vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Und ich muss eins sagen, ohne die Zusammenarbeit mit den Kommunen wäre keines dieser 3 Netze gekommen. Egal, ob die mit dabei sind in der Gesellschaft oder nicht, weil ohne die Kommunen geht es nicht. Ich bin am Ende meines Vortrages angekommen, Steffi. Ich bin knapp in der Zeit geblieben, glaube ich. Also wenn, ja, habe ich noch ein bisschen übertrieben. Und falls ihr Fragen habt, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung und auch natürlich später für die Diskussion. Ich danke schon mal für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich glaube, da ist keiner eingeschlafen. Vielen Dank, Pascal, für den guten Vortrag. Ja, ich würde sagen, wir lassen an der Stelle vielleicht Verständnisfragen zu, bevor wir zu dem zweiten Input gehen. Und am Ende haben wir nochmal Zeit für weiterreichende Diskussionen. Gibt es direkt Rückfragen an Pascal? Vielleicht noch, ich weiß, dass es häufig auch ein Thema ist in Kommunen, wo Stadtwerken sind. Also Stadtwerken, ich weiß nicht, ob einer von euch das Thema hat. Die Zusammenarbeit ist manchmal echt schwierig, weil wir Stadtwerke Gasnetze betreiben und die Kommunen schützen dann gerne die Stadtwerken. Es geht, aber es ist nicht leicht. Also
Wir haben halt einen Gemeinde versucht, ein Fernwendenetz zu realisieren, wo Stadtwerk ist. Wir sind da wirklich kläglich gescheitert. Also es gibt auch Voraussetzungen, die nicht so ideal sind, muss man ehrlicherweise sagen. Bei Kommunen vor allen Dingen, ja, im ländlichen Raum, in Kommunen, ganz kleine Stadtwerke haben diese wirklich schützen und die Stadtwerke für sowas nicht offen ist. Leider. Also es funktioniert nicht immer alles positiv, aber meistens. Ja, danke auch für die Ergänzung nochmal. Ja, ich sehe aktuell keine Meldung. Traut euch ruhig. Wenn nicht, gerne später. Genau, ansonsten später. Und da ich jetzt keine Meldung sehe, würde ich einfach sagen, wir gehen direkt zum zweiten Beispiel über. Ja, wie gesagt, Mirko Beisheim aus Altona. wo bist du? Hast du uns? Da ist er, genau. Ja, also Mirko ist einer unserer Mentees im Mentoring-Programm, aber er beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Nahwärme und wird das gleich auch nochmal vorstellen. Wir bewegen uns jetzt hier im städtischen Bereich in Hamburg und ja, und die Idee auch so ein bisschen für den zweiten Input war nochmal zu gucken, was sind eigentlich auch so vielleicht die speziellen Herausforderungen dann auch im städtischen Bereich, weil Pascal ist ja jetzt eher so im ländlichen Bereich viel unterwegs. Und ja, Mirko, damit übergebe ich dir gern das Wort. Das nehme ich gerne. Ich hoffe, man sieht schon die Eingangsfolie. Dann auch nochmal einen schönen guten Tag von mir an alle. Ich stelle heute ein bisschen das Kebab vor. Kebab steht für Kultur, Energie, Bunker, Altona Projekt. Und da das eben ein ziemlich langes Wort ist, daher die einprägsame Abkürzung für das Kebab. So, ein Teil des Projektnamens ist eben Bunker. Und genau da geht es bei uns. Wir haben, bei uns geht es um die Transformation eines Bunkers im Bezirk Altona in der Großstadt Hamburg. Also mittendrin in einem auch ausgebauten, auch zum Großteil aus dem erschlossenen Fernwärmegebiet ist. Das ist nämlich auch eine Besonderheit unseres Projektes. Aber die noch größere Besonderheit ist eben das Zusammenspiel aus Energie und Kultur. So, wir sind eben kein reines Energieprojekt, sondern wir sind ein zivilgesellschaftliches Projekt, was mit den Erlösen aus dem Wärmeverkauf in einem Quartierswärmenetz eben sozial preislich gedämpfte Stadtteilkultur in der anderen Bunkerhälfte ermöglichen möchte. Das heute sollte hier aber eben speziell im Schwerpunkt Energie gehen. Ist aber immer wichtig und für uns auch das zu kommunizieren, dass wir eben da auch ein sehr besonderes Projekt sind und deswegen auch mal diese beiden Hälften nicht nur baulich mitdenken, sondern dass auch die Gesamtkonzeption eben bestimmt. Hier ein kurzer Einblick, genau wie es jetzt aussieht mit den kulturellen Aktivitäten. Wobei eben auch zur Klarstellung, der Bunker ist noch nicht umgebaut. Der Bunker ist noch in der Einrichtung als Luftschutzbunker. Der ist im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut worden. Ist dann eben bis zum Schluss, vielleicht wissen das einige, vor ein paar Jahren sind ja alle Hochbunker in Deutschland oder auch Tiefbunker aus dem Zivilschutz rausgefallen. Das spielte damals oder bis heute eben keine Rolle mehr im Zivilschutz. Und wir haben als Projekt die sogenannte Anhandgabe, das heißt das exklusive Planungsrecht, dort jetzt unser Projekt einer Energiezentrale mit den Kulturräumen umzusetzen. Aber etwas für Historie, geht nicht auf alle Punkte ein, das ist schon nur ein ganz, ganz kleiner Punkt der Historie. Und wie man hier sieht, also 2010 bis heute, also fast 15 Jahre, und dass wir halt immer noch nicht den symbolischen quasi ersten Planung erst Spatenstich machen konnten, sondern wir in der Planungsphase sind, ist ja auch schon ein Teil meines Vortrags und auch der Diskussionspunkte, die wir heute haben. Denn ich glaube, das, was vielleicht einige von euch auch schon in der Praxis erfahren haben, was auch professionelle Unternehmen betrifft, was Gall sicherlich auch an den Projekten auch schon belegt hat, ist eben die langen bürokratischen Prozesse. So, nur die langen bürokratischen Prozesse, die aus meiner praktischen Erfahrung bedrohen natürlich ein solches ehrenamtliches Projekt oder auch ein genossenschaftliches Projekt mit relativ begrenzten finanziellen und auch personellen Ressourcen, natürlich noch viel mehr als entsprechende Großunternehmen, die solche Verzögerungen
manchmal entweder abfedern oder die eher sagen, okay, dann führe ich ein gewisses Projekt eben gar nicht mehr durch. Wir haben aber einen langen Atem. Also wir machen das seit 2010 und stehen eben jetzt gerade mit gewissen Meilensteinen davor, tatsächlich in die letzte Phasen der vorlaufenden Planung einzusteigen und hoffen wirklich, dass wir 2026 die Genehmigungsplanung abschließen können und dann auch tatsächlich in die Transformation des Weltkriegsbunkers einsteigen können. Auch hier im Schnelldurchlauf nur eigentlich, worum geht es eigentlich? Was haben wir vor? Was heißt das, wenn man ein Quartierswärmenetz in einer deutschen Großstadt plant? Bei uns bedeutet das in der Wärmemenge, die wir da produzieren wollen. Hier steht 10 plus x Gigawattstunden. Im Augenblick sind wir circa schon bei 14 Gigawattstunden, weil immer potenzielle neue Abnehmer dazukommen in unserem Quartier. Ich gehe nicht auf die Einzelheiten ein, weil wir heute ein anderes Schwerpunktthema haben. Wie für jedes ökonomisch sinnvolle Wärmenetz braucht man einen Ankerkunden. Das ist bei uns ein städtisches Schwimmbad, auch gleich der nördlichste potenzielle Abnehmer. Und dazu eben innerstädtisch, das heißt mehrgeschossiger Wohnungsbau, zum Großteil auch der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und mit entsprechenden anderen noch Abnehmern. Hier zum Beispiel eine Kirchengemeinde, das Kirchengebäude, Gemeindezentrum, hier eine Schule mit Sporthalle, die das Ganze eben heterogen aufsetzen. Aber natürlich hier auch ein ganz großer Unterschied zu dem, was Pascal auch vorgestellt hat. Und wenn ich im Land ein Wärmenetz plane, habe ich natürlich eine ganz andere Abnehmerstruktur, plane mit ganz anderen auch Dimensionen, als wir es jetzt tun, eben bei diesem besonderen innerstädtischen Netz. Nee. Auch die Technik nur heute mal angerissen. Wenn dazu gleich von mir aus Nachfragen sind, herzlich gerne stellen. Das Besondere des Kebab ist nicht nur die Organisationsform, die wir an sich haben, als zivilgesellschaftliches Projekt, bestehend eben aus dem Verein und der Genossenschaft, sondern auch dadurch, dass wir von vornherein einen sehr großen Anspruch hatten, wenn wir so etwas machen, eben auch schon in einem grundsätzlich von der Fernwärme erschlossenen Gebiet, dann müssen wir ja besser sein als die städtische Fernwärme. Und aufgrund der Ressourcenknappheit in der Fläche, die man in einer Großstadt immer hat, sind wir sehr schnell darauf gegangen, wir müssen in die Erde. Und Erdwärmesonden bringen aber nur bei begrenzter Fläche eben keinen oder nur wenig Impact. Also sind wir sehr schnell auf eine Grundwasserwärmepumpe gegangen. Dazu sage ich nachher noch etwas. Dann klassisch eine Großluftwärmepumpe, Nutzung des Fernwärmerücklaufs, weil dort, das ist ein Vorteil eines fernwärmeerschlossenen Gebiets, das liegt dann schon da. Und in der Theorie wird das ja auch oft genannt bei der Innovation, auf Quartierswärmenetzen, das ist eine Kopplung eines Quartierswärmenetzes mit dem Rücklauf nehmen. Wir wollen das als erstes Projekt in Hamburg auch tatsächlich umsetzen. Noch eine Biomasseanlage und eben Spitzenlastkessel. Was ist jetzt Kebab nochmal zusammengefasst? Also wir sind ein herausragendes Projekt in dieser Dimensionierung und eben natürlich auch von der Dauer des Projekts her. Und dass wir uns zutrauen, das in einer deutschen Großstadt oder auch europäischen Großstadt. Ich habe auch schon viele Reisen gemacht in europäische Großstädte und kann auch da aus Erfahrung sagen, das ist leider alles andere als selbstverständlich. Auch wenn seit vielen, vielen Jahren, ich komme jetzt auch ein bisschen auch aus der Anti-Atom-Bewegung und auch aus Anti-Kohle-Bewegung in der Vernetzung. Und wir haben alle, glaube ich, mehr davon geträumt, dass es auch mehr solcher Bürgerenergiebewegungen gibt, die sich auch flächendeckend durchsetzen. Das muss man ja konstatieren, ist leider in den letzten 10 Jahren hat sich das nicht so entwickelt. Wir versuchen hier eben auch einen Benchmark zu setzen und hier auch ein Beispiel zu zeigen, dass so etwas geht in einer Großstadt und haben dazu auch grundsätzlich auch die große Unterstützung, auch den politischen Rückhalt und natürlich für den Rückhalt auch im Quartier. Trotzdem gibt es auch genauso sehr viele Reibungspunkte mit der städtischen Verwaltung. Auch das hat der Pascal kurz schon angerissen. Genau, es ist natürlich schwierig, wenn es jetzt auch einen städtischen Versorger gibt, der zum Beispiel in unserem Fall das Fernwärmenetz betreibt und der es nicht nur als positiv ansieht, wenn man dann einen entsprechenden Großabnehmer wie ein städtisches Schwimmbad aus der Versorgung rauslöst. Auch wenn alle ökonomischen, ökologischen Kennzahlen dafür sprechen, das zu tun. Und wie gesagt, klar ist, wenn ein Quartierswärmenetz geplant wird, dann braucht man auch einen entsprechenden Ankerkunden, der für einen entsprechenden Absatz im Sommer sorgt. Mal
Klammer auf, was besonders interessant ist in Hamburg, weil das Kebab selber der Bestandteil der Bewegung war, die vor nun auch schon mehr als 10 Jahren dafür gesorgt hat, dass wir in Hamburg ein rekommunalisiertes Fernwärmenetz haben. Also dass die Fernwärmegesellschaft heute in städtischer Hand ist und der Form existiert, wie sie existiert. Dazu war Kebab auch ein Teil der Bewegung und der Kampagne, die das dann letztendlich umgesetzt hat. Also sollte man sehen, dass es hier also auch in der also noch mehr Möglichkeiten gibt der Zusammenarbeit und das mehr als Chance auch gesehen wird von der städtischen Wärmegesellschaft. Aber wir müssen in der praktischen Zusammenarbeit sehen, dass das immer noch sehr schwierig ist und da immer noch sehr viel Vorbehalte bestehen. So, das ist auch teilweise in der Verwaltung so, wo eben dann, ich sag mal, das eigene Instrument der städtischen Fernwärmegesellschaft quasi geschützt werden soll. Auch hier in diesem Falle, wenn es wie eine Bürgerenergiegenossenschaft sind. So. Vielleicht ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist eben auch dieses Thema des ehrenamtlichen Engagements. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr stark wahrnehmen, weil wir keine Rechnung schreiben oder auch nicht angestellt sind oder das in dem Sinne ja außerhalb der typischen ökonomischen Verwertungslogik agieren. Also das tun wir eben heute noch, bis wir dann den Betrieb der Wärmegesellschaft bei uns auch in, also quasi den Betrieb aufgenommen wird. Ist das auch das Denken öfters auf der anderen Seite der Politik und Verwaltung, dass eigentlich Zeit gar keine Rolle spielt? Also ob da eine Entscheidung in einer Woche getroffen wird, in einem Monat oder eben in 2 Jahren, wie es bei den skizzierten, auf der einen Folie gezeigten Zuwendungsprozess war, der städtischen Forderung, spielt da erstmal keine Rolle. So als Projekt selber kann das einen natürlich an den Rand der Auflösung bringen. Weißt du, welche besonderen Herausforderungen gibt es halt hier auch in der Stadt, auch noch so einen Komplexitätsgrad auch gegenüber ländlichen Projekten? Also in der Stadt hat man grundsätzlich immer 2 Ansprechebenen. Das eine ist die Bezirksebene, das ist in Berlin genauso wie in Hamburg, wird in München so sein oder auch in anderen Großstädten, vielleicht auf mittlerer Ebene, dass man erstmal mit der zuständigen regionalen Verwaltung, sage ich mal, zu tun hat. Und dann gibt es natürlich immer noch die übergeordnete Verwaltung. Das in Hamburg ist natürlich besonders. Nochmal, weil die übergeordnete Verwaltung ist, hat man da die Bundeslandebene. So, das kann ich jetzt mangels Vergleich mit anderen Großstädten nicht sagen, ob das noch eine besondere Herausforderung ist, aber man hat auf jeden Fall immer diese beiden Ebenen und die sind auch nicht immer deckungsgleich oder sich auch untereinander nicht immer grün. Da haben wir also auch schon sehr viel praktische Erfahrung gemacht. Das Gleiche gilt dann auch für die Politik. Also wenn man solche die Unterstützung der Bezirkspolitik hat, dann heißt es nicht automatisch, dass nun auch die städtische Politik genauso hinter einem Projekt oder einer Teilentscheidung etwas steht, sondern man muss erstmal dann wieder sehr viele Gespräche führen und entsprechend teilweise auch wieder Bezirkspolitik und die übergeordnete großstädtische Politik übereinbringen. Die kommunalen Unternehmen, gerade in der Großstadt, sind auch eigene Körperschaften, sind natürlich qua Theorie immer auch von der politischen Leitlinie abhängig. In der Praxis weiß jede, die damit schon zu tun hatte, dass dort auch manchmal eigene Vorstellungen oder oft eigene Vorstellungen vorhanden sind und entsprechend aufwendig sind manche Abstimmungsprozesse, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. So, und technisch ist eigentlich auch nur heute gestriffen. Das eine ist natürlich klar, Trassenbau kann sich jeder vorstellen, da muss ich in der Stadt mit ganz anderen Kosten pro Meter Leitungslänge kalkulieren, als ich das im ländlichen Raum habe. Und auch schon angesprochen, wenn ich einen möglichst hohen Grad Erneuerbaren haben möchte, muss ich damit sagen, also Freiflächen-PV, um jetzt zum Beispiel auch noch im Strombereich zu sagen, habe ich in der Stadt nicht die Möglichkeiten, genauso viel große Solarthermiefelder nicht, aber auch zum Beispiel Erdsondenfelder. Da fehlen mir einfach die Flächen. Also muss ich dort anders herangehen und wie bei uns mit der Grundwasserwärmepumpe auch neue Wege gehen. Deswegen, wenn wir das da realisieren, was wir auch schon sehr intensiv untersucht haben, sind wir da das erste innerdeutsche Projekt für eine solche Grundwasserwärmepumpe für ein Quartierswärmenetz, weil es eben auch zum Beispiel genehmigungstechnisch da einige Herausforderungen gibt. Das sollte an dieser Stelle erstmal von mir gewesen sein. Ich freue mich auf die Rückmeldung und wer sich für unser Projekt interessiert, findet sehr, sehr viele Informationen auf unserer Webseite und kann mich natürlich auch jederzeit gerne kontaktieren und freue mich auf den Austausch. Dankeschön. Ja.